Zu Wort gemeldet ist die Frau Abgeordnete Schatz. Danke, Herr Präsident, Herr Minister. Deutsch-Österreicher, fürchtet euch nicht. Wir lassen euch mit diesem Parlament nicht alleine. Sehr geehrte Damen und Herren, wir haben ein Problem. Wir haben ein Neonazi-Problem. Was Sie hier auf diesem Schild lesen können, ist ein heute durch eine Rechercheplattform veröffentlichtes Posting eines bereits verurteilten, wegen Wiederbetätigung verurteilten und noch immer aktiven Neonazis. Er kommentiert freudig einen Artikel zu seinem Kameraden als Security im Parlament. Dieser Security ist aber nicht bloß rechtsextrem eingestellt, er hat beste Verbindungen zu den Leitfiguren des österreichischen Neonazismus. Allen voran, wie wir wissen, mit dem bekannten, verurteilten Neonazi Gottfried Küssel, aber er hat auch beste Verbindungen zur Neonazi-Gruppe Unwiderstehlich. Es ist ein unfassbarer Skandal, dass eben dieser Küssel-Freund bei den Befragungen im BVD-Untersuchungsausschuss mit der Extremismusabteilungsleiterin zugegen war und diese Befragungen mit beobachten und mithorchen konnte, weil nämlich die Leiterin der Extremismusabteilung mit ihren Recherchen wesentlich dazu beigetragen hat, dass Gottfried Küssel und Alpen-Donau-Info rechtskräftig verurteilt worden sind. Das ist ein Skandal, sehr geehrte Damen und Herren. Damit aber nicht genug. Der Security soll auch Verbindungen zu einem ehemaligen FPÖ-Nationalratskandidaten und Kader der rechtsextremen Hooligan-Gruppe Unsterblich haben. Das ist deswegen relevant, weil sich unsere Befragungen im BVD-Untersuchungsausschuss auch um diese Gruppe drehen, weil aus dem Büro der Leiterin des Extremismusreferates eben Datenträger zu dieser Hooligan-Gruppe beschlagnahmt worden sind. Sehr geehrte Damen und Herren, der vom Standard enttarnte Neonazi-Security ist eigentlich nur die Spitze eines Eisbergs. Es ist das Ergebnis einer Politik, die keine klare Abgrenzung nach rechts findet und dazu beiträgt, dass Neonazis aus ihren Löchern kriechen und ihre Ideologie offen zur Schau stellen. Das ist der Skandal an dieser Geschichte. Herr Innenminister, wir verzeichnen 1063 rechtsextreme Straftaten im vergangenen Jahr. Sie haben erwähnt, es ist weniger als zuvor. Sie haben nicht erwähnt, dass das extreme Hoch von den Jahren 2015 und 2016 aber immer noch nicht unterschritten ist und wir auf einem hohen Level bei diesen rechtsextremen Straftaten stehen. Unsere Forderung, sich dieses Themas ernsthaft anzunehmen und einen Rechtsextremismusbericht zu erstellen und eine Strategie darauf basierend aufzubauen und gegen Rechtsextremismus vorzugehen, die ignorieren Sie, Sie bagatellisieren Rechtsextremismus, Herr Innenminister. Aber das verwundert mich ehrlich gesagt nicht. Seit der Regierungsbildung zählen wir allein 42 rechtsextreme, rassistische und antisemitische Einzelfälle im Umfeld der FPÖ, die freilich schon lange keine solchen mehr sind. Und die ÖVP schaut zu, schweigt und duldet eben diese Einzelfälle. Die FPÖ-geführten Ministerien sind voll von deutschnationalen Burschenschaftern. Sie und Ihre Kollegen in den FPÖ-Ministerien inserieren munter in rechten Medien, die sogar vom Presserat verurteilt worden sind. Bei einem davon sitzt ein rechtsextremer Identitärer in der Redaktion. Herr Innenminister, während sich in Österreich Bürgerwehren gründen, während Rechtsextreme auf Straßen aufmarschieren, sich Neonazis in Facebook-Gruppen organisieren, darunter eben auch der Security, haben Sie mit dem Überfall auf das BVD das Rechtsextremismusreferat gelähmt und die BVD-Mitarbeiterinnen in ihrem Schutz gefährdet. Ich sage ganz klar, es reicht, Herr Innenminister. Bitte beenden Sie Ihre Fahrlässigkeit, übernehmen Sie die Verantwortung. Wo bleiben Ihre klaren Ansagen gegen Neonazismus? Wo bleiben Ihre Ansagen gegen Rechtsextremismus? Dankeschön. Sabine Schatz war das von der SPÖ.